Rheingau-Boardgames und rsand-world.de, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde. Heute spiele ich für euch das Würfelspiel Ganz schön clever vom Autor Wolfgang Warsch und aus dem Schmidt Spiele Verlag. Ganz schön clever ist dieses Jahr auf der Nominierungsliste zum Kennerspiel des Jahres. Bei Ganz schön clever spielt man bei vier Spielern vier Runden, bei drei Spielern fünf Runden und bei zwei und wie heute im Solospiel sechs Runden lang und versucht dabei durch Ankreuzen und Eintragen von Zahlen so viel wie möglich Punkte zu machen. Wenn ich an der Reihe bin, wird gewürfelt und ich suche mir aus den fünf verschiedenfarbigen Würfeln eine Zahl aus, einen Würfel aus, der mir viel bringt. Dabei muss ich beachten, dass ich auf alle Würfel, die niedriger sind als den Würfel, den ich aussuche, keinen Zugriff mehr habe. Würde ich jetzt zum Beispiel den orangenen Viererwürfel mir aussuchen, müsste ich auf die restlichen Würfel verzichten und hätte somit also keine Möglichkeit mehr, eventuell einen zweiten oder einen dritten Wurf zu machen. Das habe ich nämlich. Ich darf maximal dreimal würfeln, wenn ich denn mir richtig aussuche. Also verzichte ich darauf und suche mir den blauen Würfel aus, der hat die 1 und bei dem blauen Würfel ist es so, dass ich in diesem Feld vom blauen Würfel nur da Zahlen eintragen darf in Verbindung mit der Addition des weißen Würfels, also in dem Fall eine 4. Also trage ich hier, kreuze ich hier die 4 ab. In dem blauen Würfelfeld ist es so, dass am Ende des Spiels gezählt wird, wie viel Kreuze ich da in dem Feld gemacht habe und dementsprechend bekomme ich am Ende des Spiels Siegpunkte. Zu Beginn einer jeden Runde dokumentiert man das, indem ich hier die 1 ankreuze. Dadurch darf ich mir hier in diesem Feld das Feld nochmal würfeln, aktivieren. Nochmal würfeln bedeutet, dass ich nach dem Würfeln, bevor ich einen Würfel auswähle, entscheiden darf, würfel ich mit allen Würfeln, die ich vor mir liegen habe, nochmal. Gut, das war der erste Wurf. Alle Würfel, die ich aussuche, kommen hier auf den Präsentierteller. Am Ende meiner Runde werden hier drei Würfel liegen und von diesen drei Würfeln darf man im Mehrspielerspiel, dürfen sich die Mitspieler normalerweise hier aussuchen. Im Solospiel ist es so, dass ich, wenn ich mir drei Würfel ausgesucht habe, nochmal komplett alle Würfel würfle und ich dann die niedrigsten Wurfzahlen für meine noch einmalige Aktion aussuchen darf. Also würfel ich noch ein zweites Mal. Da werde ich hier die gelbe 2 mir aussuchen. Und zum Schluss noch suche ich mir hier diese lila 6 raus. Im lila Bereich ist es so, dass ich jede Zahl eintragen darf, die ich möchte. Die Voraussetzung ist aber, dass ich
immer einen höheren Wert eintrage, wie schon links vorgegeben ist. Die einzigste Ausnahme ist nach einer 6, darf ich als nächste Zahl eine x-beliebige eintragen. Hätte ich jetzt zum Beispiel hier eine 4 eingetragen, dürfte die nächste Zahl nur 4 oder 5 sein. Hätte ich mir jetzt den orangenen Würfel ausgesucht, das darf ich auch, im orangenen Bereich darf jede Zahl eingetragen werden. Da im orangenen und im lila Bereich am Ende des Spiels alle Zahlen addiert werden, versucht man natürlich in diesem Bereich so hoch wie möglich den Zahlenwert einzutragen, also 2 kommt dann hier nicht in Frage. Hätte ich grün nehmen wollen, bei grün kommt es nicht darauf an, wie der Zahlen, also ich trage hier keinen Zahlenwert ein, sondern da wird einfach nur geschaut, ist meine Zahl im ersten Feld größer gleich 1, im zweiten Feld größer gleich 2, im dritten Feld größer gleich 3 und so weiter. Ist das der Fall, mache ich einfach ein Kreuz. Am Ende des Spiels wird dann da auch geschaut, wie viel Kreuz ich gemacht habe und dementsprechend bekomme ich dann die Punktzahl eingetragen. Gelb habe ich ja schon gemacht. Bei Gelb ist es auch so, dass am Ende des Spiels geschaut wird, wo habe ich wie viele Kreuze gemacht. In den senkrechten Reihen, wenn ich die voll bekreuzt habe, gibt es dann Siegpunkte. In den waagrechten gibt es schon während dem Spiel noch Zusatzaktionen, die ich dann noch erkläre. Also ich habe jetzt hier die 6, lila 6 eingetragen, somit ist meine erste Runde rum. Und ich würfe jetzt nochmal die Würfel, da gibt es hier die 3 niedrigsten Zahlenwerte, die ich benutzen darf. Und ich würde in dem Fall jetzt die blaue 1 nehmen. Die blaue 1 in Verbindung mit der weißen 2 gibt hier dann schon die 3, die ich abkreuzen muss. Das war die erste Runde und ich gehe jetzt dann gleich anschließend in die zweite Runde. Die zweite Runde beginnt. Ich dokumentiere das natürlich Abkreuzen der zweiten Runde. Dadurch darf ich mir hier in dieser zweiten Spalte die zweite Spalte aktivieren. Diese plus 1 bedeutet sowohl hier als auch später eventuell im Spiel, dass ich am Ende meiner Runde mich nochmal entscheiden darf, einen Würfel zu nutzen und die dementsprechende Aktion auszuführen. Würfel. Auch dieses Mal würde ich gerne hier diesen blauen Würfel nutzen. In Verbindung mit dem weißen Würfel ergibt das hier eine 5. Ich nehme diesmal hier die orangene 3. Und in diesem Fall nehme ich hier die gelbe 6. Damit ist meine Runde natürlich beendet. Jetzt schaue ich die 3 niedrigsten Würfel. Sind hier diese
diese zwei. Da nutze ich hier diesen weißen Würfel. Der weiße Würfel ist ein Joker-Würfel, den darf ich verwenden für jede Farbe. In dem Fall würde ich den für Gelb nehmen und die gelbe 2 ankreuzen. Damit ist die zweite Runde rum. Ich beginne die dritte Runde. Hier darf ich mir wieder den nochmal Würfel-Aktion ankreuzen und würfel den gleichen Mal. Dieser Wurf gefällt mir nicht. Ich nutze diese nochmal Würfeln-Aktion. Das zeige ich an, indem ich abkreuze. Ich nehme diesmal die grüne 1. Reicht mir ja. Ne? Im ersten Feld muss 1 größer gleich 1 sein, reicht also. Im zweiten Wurf gefällt mir hier die gelbe 1 ganz gut. Da werde ich diese 1 mal ankreuzen. Und jetzt schaue ich mal, dass ich, gefällt mir auch, ich werde hier im dritten Wurf wieder eine lila 6 ankreuzen, was auch gleichbedeutend mit 6 Siegpunkten ist. Am Ende der dritten Runde würfel ich wieder für die drei niedrigsten, das ist diesmal hier die gelbe 3, orange 1, bringt nichts. Das mal als gelbe 3 nehmen. Somit habe ich hier schon eine senkrechte Spalte und habe jetzt schon 10 Siegpunkte. Vierte Runde beginnt, wieder ankreuzen. Zu Beginn der vierten Runde darf ich und auch im Mehrspielerspiel darf sich jeder ein Kreuz aussuchen, in den Feldern, wo man Kreuze machen darf. Und ich würde jetzt in dem Fall hier mir ein Kreuz bei der gelben 5 machen. Dadurch kann ich jetzt eine Sonderaktion machen. Das bedeutet, hier habe ich eine waagrechte Reihe voll. Das heißt, ich darf hier in dem blauen Feld ein X machen. Da nehme ich hier die blaue 2. Und durch diese Aktion habe ich hier in der waagrechten Reihe darf ich auch eine Sonderaktion machen. In diesem blauen Feld ist es auch so, dass ich waagrecht, senkrecht immer Sonderaktionen machen darf. In dem Fall bedeutet dies, dass ich hier im orangenen Teil eine 5 eintragen darf. Jetzt darf ich zusätzlich noch in einer Spalte, wo man Zahlen eintragen darf, eine 6 eintragen. Und das würde ich in dem Fall auch wieder hier unten bei Lila machen. Hier bedeutet das auch, ab sofort gibt es hier so Sonderaktionen. In dem Fall darf ich mir wieder hier eine nochmal Würfelaktion freischalten. So, das war der Anfang der vierten Runde. Jetzt wird gewürfelt für die vierte Runde.
muss ja beim Aussuchen der Würfel darauf achten, dass ich alle niedrigeren Zahlen nicht mehr würfeln darf. In dem Fall ist es aber nicht so schlimm. Ich entscheide mich hier für die orangene 5. Da verliere ich nur die grüne 1. Ich trage mir also eine orangene 5 ein. Das bedeutet gleich, dass ich nochmal würfeln lasse. Zweiter Wurf. Schade, jetzt hätte ich hier die 2 in Blau gehabt. Ich nehme hier gelbe. Darf ich noch ein drittes Mal würfeln? Da ich noch mal, ich nutze die Gelegenheit, da diese noch mal würfeln Aktionen sowieso verfallen, wird es mich bedenken, dass ich nochmal werfe. Vielleicht habe ich ja noch etwas mehr Glück, leider nicht. Das ist jetzt schwierig. Ich würfle. Nochmal. Rauhzahlen, das gefällt mir besser. Ich nutze den gelben Würfel. Dadurch kann ich hier die gelbe 5 ankreuzen und darf dafür dann die orangene 4 eintragen. Hier auf der orangenen Spalte sind auch Felder, wo mal 2 bzw. mal 3 ist. Hier ist so ein Feld mit mal 2, also 4 mal 2, darf ich hier also 8 eintragen. Damit ist die vierte Runde rum. Und ich würfle die drei niedrigsten Zahlen. Das ist hier die beiden Zweier und die beiden Vierer. Sagt die Regel, dass ich den Würfel nehmen muss, der am nächsten am Teller liegt, also die blaue 4. Und dann suche ich mir hier den blauen Würfel aus und kreuze hier die 6 an. Fünfte Runde. Passiert jetzt nichts mehr, wird einfach nur noch gewürfelt. Dann nehme ich mir den grünen Zweier das zweite Feld. Ich suche mir, auch wenn ich jetzt nicht mehr würfeln darf damit, den orangenen Fünfer aus, weil ich, wenn ich hier die 5 eintrage, ich in dem gelben Feld ein Kreuz machen darf. Und da kreuze ich hier die gelbe 4 an, weil ich dadurch in dem grünen noch ein Kreuz machen darf. Darf ich noch einmal würfeln? Okay. Das ist kein
nehme trotzdem hier die violette 4, weil ich hier in diesem Fall jetzt ein Kreuz im blauen Feld machen darf. Da kreuze ich hier die 10 an und nutze die nochmalige Aktion durch ein Kreuz im grünen Feld. Und dadurch kriege ich hier nochmal plus 1. Das waren meine drei Würfe. Nicht noch die Minus. Die Würfel, die am geringsten sind, das sind die zwei Dreier auf jeden Fall. Und in dem Fall die Vierer. Auch hier muss ich den grünen nehmen. Ja, da werde ich hier natürlich die gelbe 3 nehmen, um hier die zweite Reihe voll zu bekommen. Das war die fünfte Runde. Die letzte Runde beginnt im Solospiel, beziehungsweise im Zweispielerspiel machen wir erst sechs Runden. Auch dokumentiert. Und Griff. Gefällt mir nicht, aber ich werde hier die orangene 2 wählen, um nochmal einen zusätzlichen Würfel aussuchen zu dürfen. Diese Aktion des Würfels aussuchen ist wichtig in der letzten Runde nach dem Spiel, weil man dann nochmal aus allen verbliebenen Würfeln des letzten Wurfes nochmal sich dementsprechend Würfel aussuchen darf und die Aktionen verwenden darf. So, was bricht das jetzt? Gut, den grünen Zweier kann ich sowieso nicht benutzen. Den blauen Zweier, nur in Verbindung mit der gelben, also 6, kann ich auch nicht benutzen. Dann nutze ich den weißen Würfel als gelbe 4, um die dritte senkrechte gelbe Reihe voll zu bekommen. Dadurch darf ich diese zwei Würfel nicht mehr werfen. So, mein letzter Wurf. Dann nutze ich hier die Lila 6, um nochmal einzutragen. Dadurch habe ich nochmal einen Würfel frei. Jetzt kommt nochmal der abschließende Wurf. Da darf ich wieder die niedrigsten Würfel, das heißt, ich darf die zwei Dreier und den grünen Würfel nutzen. Da nutze ich hier die grüne 5 zum Ankreuzen. Gut, das Spiel ist jetzt regulär rum. Jetzt schaut jeder, wie viel nochmal Würfelaktionen er hat. Ich habe noch vier Stück, das heißt, ich darf jetzt hier vier verschiedene Würfel nochmal benutzen. Das bedeutet, ich nutze hier den orangenen
Würfel, weil ich hier frei habe. Das heißt, ich kriege 12 Punkte. Dann den lila Würfel für die 5. Dadurch darf ich glücklicherweise noch ein Kreuz im gelben Feld machen. Damit habe ich das letzte Feld im gelben angekreuzt. Dadurch darf ich mir auch nochmal eine Würfelaktion angreifen. Das heißt, ich darf jetzt 5 Würfel machen. Dann, gut, gelb ist schon fertig. Dann nutze ich den blauen Würfel in Verbindung mit dem weißen für die 9. Könnte ich mir jetzt noch eine nochmal Würfelaktion machen, aber das verfällt. Dann tue ich jetzt 3 bis jetzt weg. Dann nutze ich den weißen Würfel als grüne 3, darf dadurch hier im blauen Feld nochmal was ankreuzen. Nützt mir zwar nichts, nämlich die 7. Und anschließend als 5. Aktion auch nochmal hier im Grün größer gleich 2. Und hab somit dann nochmal ein Kreuz machen dürfen. Das war die 6. Runde. Jetzt kommt es zu der Schlusswertung. So, Spiel ist rum. Jetzt kommt die Schlusswertung. Auf der Rückseite von jedem Spielplan gibt es hier eine Wertungstabelle. Da wird jetzt geschaut, zuerst wie viel, ich blende das mal besser ein. Jetzt wird geschaut, wie viele Kreuze als allererstes im gelben Feld gemacht wurde, und dementsprechend bekommt man dann die Siegpunkte, wenn senkrechte Reihen voll sind. Ich habe hier alle voll, das heißt, es sind 30, 50, 60 Siegpunkte. Im blauen Feld habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kreuze gemacht, entspricht in der Tabelle 29. In grün habe ich 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das sind also 28. Da habe ich in dem Orangenen werden jetzt alle Zahlen addiert. Das sind 10, 21, 27, 37, 39 Punkte. Auch im lila Feld werden alle Zahlen addiert. 12, 22, 28, 33 Punkte. Und im letzten Feld ist es so, dass da jetzt geschaut wird, wie viel von den Fuchsfeldern man erreicht hat. In dem Fall habe ich hier im grünen Feld das Fuchsfeld und im gelben Feld das Fuchsfeld erreicht. Das sind also 2 Füchse. Und da darf man jetzt die niedrigste Punktzahl mit der Anzahl der Füchse multiplizieren. Das heißt also 2 Füchse, die niedrigste Zahl sind 28, also nochmal 56 Punkte. Jetzt wird addiert, 9, 18, 26, 35, 8, 11, 16, 18,
20, 245 Punkte. Jetzt schauen wir mal in der Tabelle. Ja, bin ich gar nicht mal so schlecht. Da gibt es eine Rubrik 240 bis 260. Über 280 wäre hervorragend. Das war's. Schönes Spiel. Kann man nur weiterempfehlen.